Mein Name ist Gerard DeMello und ich leite das Fachgebiet Artificial Intelligence and Intelligent Systems am HPI. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, uns bei vielen Entscheidungen zu begleiten, zum Beispiel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei muss sie jedoch verantwortungsvoll eingesetzt werden und auch erkennen, wenn ein Mensch frustriert oder überfordert ist. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass KI-Systeme lernen, Daten unterschiedlichster Art zu verstehen. Zum Beispiel Texte in den verschiedensten Sprachen. Diese Daten können aus den unterschiedlichsten Quellen kommen. Online-Videos, Archive, aber auch die sozialen Medien. Mit unserer Arbeit wollen wir KI-Systeme entwickeln, die aus den weltweit verfügbaren Daten lernen, diese inhaltlich analysieren und neue Verknüpfungen entdecken und dadurch neue Erkenntnisse und Wissen generieren. In einem aktuellen Projekt entwickeln wir Systeme, die Fragen über die visuelle Welt beantworten können. Die große Herausforderung dabei für den Computer ist, Zusammenhänge zu erkennen zwischen einerseits der Sprache und auf der anderen Seite Bildern, die ja erstmal nur Bildpunkte sind für den Computer. Mit solchen Systemen können zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung Auskunft darüber erhalten, was in ihrer Umgebung gerade passiert und so im Alltag unterstützt werden. Gerade junge Unternehmen haben oft den Wunsch, KI einzusetzen. Allerdings fehlt es ihnen manchmal an ganz konkreten Ideen zur Implementierung. In unserem Projekt mit dem Mittelstand Digitalzentrum Berlin helfen wir Unternehmen dabei, ihre noch vagen Vorstellungen weiter auszuarbeiten. In Intensivworkshops erarbeiten wir neue Lösungswege. Wir beraten und erklären, was KI tatsächlich leisten kann, aber auch, was KI nicht leisten kann. In unserer Arbeit beschäftigen wir uns mit Texten in den verschiedensten Sprachen. Genauso international und divers ist auch unser Team. Gerade in der künstlichen Intelligenz lebt Forschung davon, dass man verschiedene Ideen zusammenbringt. Besonders wichtig ist natürlich, dass die Arbeit einfach Spaß macht. Wir freuen uns dabei auf jede neue Herausforderung.